Ja, hallo, der Michael hier von Mika News. Heute stelle ich euch mal diese ultra flexiblen Felgenringe von TK Parts vor. Die gibt es in verschiedenen Farben. Ich habe sie in Blau gewählt, weil ich habe mein Punisher quasi so ein Set bestellt und da sind viele flexible 3D-Druckteile dabei. Und einzeln wären die teurer gewesen, also habe ich mir gleich das ganze Set dazu bestellt. Gibt es, wie gesagt, in verschiedenen Farben. Schaut einfach bei JS Parts, TK Parts oder Metz Modellbau einfach mal auf die Webseite. Dort könnt ihr die Felgenringe finden. Dort habe ich es mal aufgerufen, die Seite. Es gibt Rot, Grün, Blau, Orange, Gelb und Sonnengelb durch, also deckend. Also echt verschiedene Farben. Und wenn ihr bei den zweimal anfragt, da könnt ihr sicher auch noch eine andere Farbe bekommen. Wenn ihr irgendwie eine Wunschfarbe haben solltet, einfach mal fragen. Vielleicht ist ja was drin. Und nach dem Intro erfahrt ihr, wie ich die befestigt habe. Viel Spaß dabei. So, und zuerst braucht man natürlich einen richtigen Radmotor und Schlüssel, weil die Felgen müssen natürlich erstmal ab. Macht sich ein bisschen ungünstig, wenn man das auf dem montierten Auto macht. Also erstmal alle vier Felgen runter. Dann mache ich das Ganze einfach mal vorher sauber. Ich nehme da einfach Bremsenreiniger, kleinstdünne Schicht und entfette das Ganze. Dann brauchen wir noch den passenden Kleber dafür und natürlich die Felgenringe in der passenden Farbe. Ich habe sie in Blau, ihr habt sie vielleicht in einer anderen Farbe. Hier wird nichts geschraubt. Ich habe erst gedacht, ja, wahrscheinlich wie jeder von euch, hat gedacht, okay, ich kann hier die Schrauben lösen. Aber das ist bloß Attrappe, also das geht hier alles gar nicht, also schade, wäre natürlich viel einfacher, wenn man jetzt die Schrauben runterschrauben würde, die Felgenringe drauf machen würde und dann wieder festschrauben, wäre viel einfacher, so müssen wir die kleben. Und diese Felgenringe gibt es nicht nur für den Punisher, Katama und alle andere Corrali-Fahrzeuge, gibt es auch für Arma, Traxas, schaut einfach mal auf die Seite. Und wie gesagt, von der Farbe her seid ihr da sehr, sehr, sehr flexibel. Die Felgenringe, dann braucht man noch zur Sicherheit ein Hobbymesser, weil es gibt ja doch mal so ein, zwei Stellen, die hier noch entgratet werden müssen, also da einfach mal hier den Grat wegmachen. Sind aber nur ein, zwei Stellen, die man, sorry, und vor allen Dingen bitte nicht schneiden, ne? Also zur Not nehmt Sicherheitshandschuhe, damit ihr euch nicht an eurer Hand verletzt. Dann gibt es ja verschiedene Kleber, aber hier dieser von Artfully, der wird hier ganz klar empfohlen. Einfach eine dünne Schicht auf den Felgenring und dann wird das Ganze aufgeklebt. Ich würde sagen, wir schauen uns das mal in Ruhe an. Zwei habe ich fertig. Ich habe das schon mal ausprobiert. So sieht das Ganze aus mit den blauen Ringen. Alles fest. Schön verklebt. Gibt zwei Varianten. Hier ist der zweite. So, es gibt zwei Varianten, die ich für mich gewählt habe. Also, zwei Varianten meine ich. Also, ich mache erstmal hier ein bisschen Bremsenreiniger drauf. Aber Vorsicht, ne? Denkt dran, gefährlich, nicht so viel nehmen und gut gelüftete Räume. Dann mache ich hier sauber. So, ja, zum Glück ist alles schön sauber. Und hier kann man auch ein bisschen sauber machen, bevor man das jetzt hier, damit das Fett frei ist. Gut, okay, kommt ein bisschen dran durch die Hände. So, als nächstes zwei Varianten. Also mal abgesehen davon, dass ihr unterschiedlichen Kleber nehmen könnt. Ihr könnt den Patex nehmen, den ich ja schon mal gesehen habe, was manche verwenden. Ich nehme hier den Artfully. Der ist ganz cool. Warum? Der hat wie der eine Rivell-Kleber hier vorne so eine schöne Spitze. Hier, da quillt der Kleber raus. Macht man einfach nur sauber. Und damit das im Prinzip immer flüssig bleibt, beziehungsweise immer was rauskommt, ist hier diese Nadel.
und wird reingesteckt, dann wird das quasi auch luftdicht verschlossen. Finde ich cool. So eine kleine reicht auch völlig aus, gerade für solche Klebearbeiten. Dann kann man schon einige Felgenringe oder andere Sachen damit kleben. Verschiedene Sachen meine ich. Es gibt jetzt zwei Varianten. Na, ihr könnt jetzt zuerst den Kleber nehmen und hier auf den Ring machen. Oder ihr macht den Kleber hier drauf. Ihr könnt natürlich auch eine Alternative machen. Hier drauf auf den Außenring, weil hier finde ich es ganz gut, wenn man hier den Außenring schön benetzen kann mit dem Kleber. Und hier die Zwischenstücke hier, die würde ich vielleicht lieber hier machen. Hier macht sich das ein bisschen einfacher, weil hier läuft es vielleicht dann hier in diese Kerbe rein, also in diese Nut rein hier, vielleicht in den Schraubenkopf, ist ja bloß angedeutet. Ja, also das ist dann euch überlassen, wie ihr das macht. Ich hatte es mal so gemacht und mal hier verklebt. Im Prinzip ist es das Gleiche, finde ich jetzt. Hier macht sich es vielleicht ein bisschen einfacher, weil hier ist ein bisschen fummeliger, weil man ja hier wieder mit der Hand dann drauf ist. Na, wenn man hier jetzt das Ganze benetzt, am Ende müsst ihr das selber für euch entscheiden. Dann habe ich noch eine zweite Variante genommen. Ich habe hier zuerst hier drauf geklebt, also hier eine Seite gemacht und dann klebe ich hier auf der anderen Seite den Rest. So trage ich hier wieder ganz dünn auf, gehe hier einmal rum. So, gehe dann praktisch auf der anderen Seite hier lang. Und das Schöne ist, man sieht ja, wo man im Prinzip geklebt hat. Ich glaube, das seht ihr dort ganz gut. Und hier wird jetzt eins sichtbar, ne, wenn ich jetzt hier drauf gehe, hier, die Spitze hat einen Vorteil. Ich kann das hier sehr gut punktuell verkleben. Beziehungsweise erstmal draufkleben, den Kleber. Kann das schön punktuell hier machen. So. Dann geht es wirklich nur dahin, wo ich es hinhaben will. Na, ist besser, als wenn es vorne so eine breite Spitze wäre. So, hier auch. So. So, und als nächstes, ha, kann man natürlich Handschuhe nehmen. Mache ich eins hier, nehme meine Fingerchen und dann drücke ich mir hier den Ring in Position. Das dauert jetzt einen ganz kleinen Moment, bis das fest ist. Und dann sieht das wirklich richtig am Ende richtig schick aus mit dem Felgenring. Also, wenn man das hier dann so macht. So, wie gesagt, ich würde das dann schön randrücken, damit das an der Seite, damit das wirklich schön anliegt. Kann ein paar Sekunden dauern. Man kann es natürlich auch, ja, vielleicht beschleunigen, indem man mal mit dem Föhn drüber geht, damit das schneller trocknet. Aber ich sag mal, hier habe ich ja schon mal das vorher vorgeklebt und jetzt so ein, zwei Stunden gewartet. Also sag mal, wenn so 2 Stunden wartet, dann hält das schon mal gut. So. Und hier, wie gesagt, sollte man schon dann erstmal noch dran halten, damit das schön fixiert ist. Je länger man hält, je besser ist es und je schöner sieht am Ende auch das Ergebnis vom Felgenring aus, wenn man das dann hier macht. So, den werde ich jetzt zur Seite legen. Kommt der nächste. Ich habe ja noch einen übrig. Und wie gesagt, ich finde es ganz cool, wenn man das hier schön
machen kann. Natürlich hier aufpassen, dass man hier auch keine Lücke lässt. Ne? Hier seht ihr das schon. Und jetzt, wenn er das macht, habt ihr natürlich gleich die Möglichkeit, hier die Kante mit lang zu gehen. So, dann sieht das Ganze so aus. Alternativ, ich werde es gleich sofort weitermachen. Alternativ habt ihr natürlich auch die Möglichkeit, das so rumzumachen, dass er dann sagt, okay, euch ist das lieber, ihr macht es hier drauf. Geht hier rum, hier lang. Und dann quasi zum nächsten. Das könnt ihr natürlich auch machen. Das ist am Ende die Frage, was euch an der Stelle lieber ist. Macht ihr lieber hier den Kleber drauf oder macht ihr den lieber dort drauf? Hier hat es vielleicht den Vorteil, dass man das etwas genauer machen kann wie dort. Hier wird man vielleicht kommt man in die Verlegenheit, etwas mehr drauf zu machen. Das wäre vielleicht das Einzigste. Aber das ist dann im Endeffekt wirklich euch überlassen, was euch am Ende lieber ist, wie ihr das lieber drauf macht. Und wenn euch hier, na, wir legen das mal kurz weg, hier vorne zu viel ist, zu viel Kleber, könnt ihr das Ganze ganz simpel und einfach mit einem Tuch oder Küchenrolle wieder wegmachen. Und dann immer von hinten bis hier mal einrollen. Und dann geht es im Prinzip weiter mit der Verklebung hier. Und ich finde, das lässt sich hier wirklich richtig schön dosieren. Ein bisschen. Nicht so zittrige Hände. Dann geht man hier im Prinzip bis zum Ende weiter. Ich habe das mal für euch ein bisschen abgekürzt. Bin jetzt hier fast fertig. Ich habe mich jetzt entschieden, jetzt hier nur den Ring zu benetzen. Okay. Eins habe ich hier schon gemacht. Nichtsdestotrotz, jetzt fixieren. Macht jetzt nicht, wenn er jetzt ein bisschen seitlich daneben gekommen seid. Und jetzt wird im Prinzip der Felgenring hier fixiert. Ist ja praktisch genau über den Löchern steht. Und dann ziehen wir das so, dass das genau am Felgenrand im Prinzip ist. So, noch nicht ganz. Wie gesagt, jetzt würde ich das hier eure Stelle zur Seite ziehen, damit das schön dann hier anliegt. Ich werde das jetzt gleich trocknen lassen, noch ein bisschen ziehen, damit das alles an allen Stellen liegt. Ja, man kann das natürlich auch hier den Kleber entfernen. Man kann das natürlich auch ein Stückchen ziehen. Na, also das ist schon flexibel. Und dann praktisch hier ein bisschen wartet und dann den Rest ranzieht. Das ist im Prinzip ja hier kein Problem. Also mal hier so ein bisschen trocknen, drauf lassen und dann ziehen wir uns hier die andere Seite ran, sie auch hier wirklich anliegt. So, und wenn ihr dann fertig seid mit allen, so, drei habe ich schon, der vierte, der ist schon mal vorbereitet fürs Anschrauben, dann können die ans Fahrzeug montiert werden. Ja, so sieht das Ganze aus.
Montage ist ja ganz simpel, ne? Also, ne? Da muss ich jetzt, glaube ich, nicht viel sagen, einfach nur drauf. Hier gibt es jetzt noch was Cooles, ne? Jetzt haben wir hier eine rote Radmutter. Das ist natürlich jetzt nicht das Nonplusultra, würde ich jetzt mal sagen. Da gibt es noch eine bessere Sache. Und zwar hier auch cooles Gimmick. Haben wir hier eine Radmutter. Ja, damit könnt ihr das nicht festschrauben, aber ihr könnt die hier draufsetzen. Jetzt hoffe ich, ich kriege die hier sofort drauf. Ja, die passt natürlich nur in einer Position und geht natürlich schwergängig, weil soll natürlich auch halten. Und dann sieht das Ganze richtig cool aus, ne? Dann ergibt das Ganze auch ein richtig schönes Komplettbild hier. Zusammen mit der Radmutter und dem Felgenring. Ja, was gibt's noch zu beachten? Der Felgenring ist ein Tick kleiner als der Felgenrand. Das werdet ihr sicher festgestellt haben. Also muss man ein bisschen den nach außen ziehen, kleben, ein bisschen nach außen drücken, damit der im Prinzip überall gut anliegt. Ansonsten hat man eine kleine Lücke. Das fällt natürlich beim Fahren überhaupt nicht auf. Alles kein Problem. Hält er auch, sollte zumindest halten, über die Haltbarkeit werden wir schauen. Aber ich glaube, es gibt genug Erfahrungsberichte mit den Felgenringen, genauso mit den Radkappen hier, dass die ewig halten. Also das sollte weniger ein Problem sein. Aber das wollte ich bloß nochmal erwähnen. Ein Tick zu klein vielleicht. Oder vielleicht habe ich mich auch blöd angestellt. Will ich ja gar nicht verhehlen. Kann ja auch alles passieren. Aber ich würde sie mir wünschen, wenn die vielleicht ein Tick größer vom Durchmesser wären, damit die im Prinzip besser hier genau hier anliegen. Also solltet ihr da ein bisschen Probleme haben, kein Problem, ein bisschen nach außen ziehen und dann passt das auch. Je mehr Geduld man hat, je besser sieht es auch aus. Deswegen würde ich zumindest beim nächsten Mal auch wieder die eine Seite zuerst machen, dann den nächsten Schritt und dann den nächsten Schritt und dann immer ein bisschen ziehen und dann sieht das richtig, richtig perfekt aus. Und natürlich auch, wenn ihr die richtige Farbe wählt, zu eurem Fahrzeug. Und es muss ja nicht unbedingt eine blaue Karosse und blaue Teile sein. Es kann ja auch farbig durchmischt sein. Ne? Oder ihr wählt eine ganz andere Farbe. Alles kein Problem. Sieht bestimmt auch bei eurem Fahrzeug dann richtig gut aus. Und was ihr noch beachten müsst, hier natürlich festziehen. Also, ich glaube, ich werde nicht der erste Fahrer, der bei seiner ersten Ausfahrt dem eins passiert ist, dem seine Radmutter bzw. seine Radmutter weggeflogen ist und sein Rad JWD lag. Deswegen nehmt auf jeden Fall gleich so als Tipp einen Radmutterschlüssel mit und eine Ersatzradmutter für die erste Ausfahrt. Nicht, dass er dann da steht und das funktioniert nicht. Ja. So. Damit bin ich fertig. Hier, Felgenringe von Descartes Parts, wie man die montiert. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Sagt gerne, schreibt gerne in die Kommentare, was ihr von den Teilen haltet, welche ihr verwenden würdet, welche ihr überhaupt an euren Autos verwendet. Würde ich mich freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Mika.